Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Irgendwie höre ich gerade die Musik von The Who in meinem Kopf. Aber ganz ehrlich, manchmal sieht man echt den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr oder die Piste vor lauter Schnee. Wir kennen das Phänomen des sogenannten Whiteouts. Das ist tatsächlich nicht irgendein Teil, wo etwas Weißes rauskommt. Ihr wisst schon, Milchbackeln beispielsweise, es ist ja sogar weiß wie Putzig, sondern ist tatsächlich ein meteorologisches Phänomen. Etwas, das ganz besonders Polarforscher haben, die beispielsweise in schneebedeckten Gebieten unterwegs sind, wenn sie quasi die ganze Zeit nur auf irgendetwas Weißes schauen, dass sich das quasi so über und ineinander einstrahlt, dass man mehr oder weniger den Unterschied zwischen Horizont und Boden nicht mehr erkennen kann und dann eine gewisse Gleichgewichtsstörung hat, was natürlich bei einigen Polarforschern auch durchaus katastrophale Konsequenzen haben kann, bis hin quasi gehend, wenn die Strahlung zu intensiv ist, zur klassischen Schneeblindheit, die anders als bei der einen klassischen CSI-Folie nicht nur durch übermäßige Kopierereinlage erzeugt werden kann. Dabei ist Whiteout allerdings nicht nur der Film mit Kate Beckinsale aus dem Jahr 2009, sondern tatsächlich auch ein Alternativtitel von einem japanischen Film aus dem Jahr 2000, der nämlich auch bekannt ist unter dem Titel White Heat. Und ganz ehrlich, also Hitze habe ich selten im Schnee empfunden, außer ich habe mir zu viel angezogen oder es war der falsche Schnee. Außerdem ist White Heat, finde ich, auch eine sehr, sehr schöne, anglifizierte Bezeichnung für Heizkörper. Natürlich können wir auch andere Alternativtitel von diesem Film nehmen, wie Nur der Tod ist kälter. Naja, komm, probier's noch einmal. Oder auch Staudamm-Inferno. Und bei Staudamm-Inferno sind wir dann quasi gleich einmal direkt in der Story von White Heat angekommen. Dabei sei an dieser Stelle erwähnt, dass es für das Drehbuch von diesem Film gleich drei verschiedene Leute und Autoren gebraucht hat, die tatsächlich aber auch einige interessante Dinge in ihrer Karriere gemacht haben. Das Ganze basiert nämlich auf einer Geschichte von Yuichi Shinpo, der früher gearbeitet hat als Leiter von einem Anime-Studio, wandte sich dann später der Literatur zu und hat für seinen Debütroman Renza bereits im Jahr 1991 den Edogawa Rampo-Preis bekommen, hat sich dann allerdings für das Drehbuch von Whiteout noch von zwei verschiedenen Leuten Unterstützung geholt. Dabei sei zu erwähnen, dass Shinpo allerdings lediglich 10 verschiedene Credits hat, die in der IMDb für ihn als Drehbuch und als Autor aufgelistet sind, darunter interessanterweise vereinzelte natürlich auch Anime-Dinge, bis hin zu The Sacred Star of Milos im Jahr, im Jahr 2011 aus dem Full Metal Alchemist-Universum. Dabei hat er zusammengeschrieben mit Yasuo Hasegawa, der bei seinen 20 Produktionen, ich glaube, nichts wirklich geschrieben hat, dass wir hierzulande auch gesehen haben, beziehungsweise auch noch Kenzaburo Iida, der ebenfalls als Drehbuchautor nicht wahnsinnig weit über den japanischen Tellerrand gekommen ist, wobei ich das in dem Fall ganz besonders interessant finde, weil das etwas ist, das wir bei Cast and Crew von dem Film White Heat immer wieder mal gesehen haben, dass wir Leute haben vor uns mit beachtlichen IMDb-Viten, von denen wir allerdings wenig mitbekommen haben. Auch der Regisseur Setsuro Wakamatsu hat beispielsweise in der IMDb 24 Regie-Credits bis jetzt davon, sind allerdings wahrscheinlich, wenn ich keinen übersehen habe, nur 2 Filme überhaupt international bei uns ausgewertet worden. Und neben White Heat war das im Jahr 2020 der Film Fukushima, die Welt am Abgrund, der über Cape Light Pictures als Blu-ray erschienen ist. Tatsächlich auch der ein oder andere Darsteller, der jetzt in beiden hierzulande veröffentlichten Filmen desselben Regisseurs zu sehen ist, weil der offensichtlich auch über 20 Jahre hinweg nicht vergessen hat, mit wem er gerne gearbeitet hat. Finde ich auch irgendwie recht cool. Dabei muss man sagen, dass der Hauptdarsteller Yuji Oda, der für seine Performance in dem Film tatsächlich auch den ein oder anderen japanischen Filmpreis als bester Darsteller bekommen hat, auch einige interessante Performances abgeliefert hat. So war er beispielsweise im Jahr 1989 in der Rolle des Tobe Saheiji in dem Film Der Schatten des Shogun an der Seite von Sonny Chiba zu sehen. Ein sehr interessanter Film, der ja damals von Canon und VMP nur geschnitten auf Videokassette veröffentlicht wurde, wo dann auch die von Eurovideo dann tatsächlich mit 16er Freigabe veröffentlichte DVD
DVD, eben gegenüber der ungeschnittenen Fassung um circa 18,5 Minuten gekürzt war, eben circa eine Minute an Gewalt entfernt und dann inklusive dem kompletten Ende wahnsinnig viel Handlung. Dabei wäre das ein Film, den ich gerne mal sehen würde. Spoiler-Alarm, im April 2024 soll über Shamrock eine ungeschnittene deutsche Blu-ray nachgereicht werden, auf die ich mich dementsprechend freue. Dann sehen wir in dem Film Nanako Matsushima, die beispielsweise die Reiko Asakawa aus den beiden Original-Ring-Filmen ist, die auch noch eine Synchronstimme in der Studio Ghibli-Produktion Erinnerungen an Marnie aus dem Jahr 2014 ist. Und nein, Erinnerungen an Marnie ist keine Alfred Hitchcock-Doku. Wir sehen Koichi Sato in dem Film, ein Gesicht, das wir definitiv schon das ein oder andere Mal gesehen haben, zum Beispiel eben auch in Fukushima. Er hat allerdings über 170 Acting Credits in der IMDb, war beispielsweise 1998 bereits in der Rasen Ring Adaption mit dabei, hat außerdem eben auch in Gonin, dem Film von Takeshi Ishii, eine der Hauptrollen bekleidet, der glaube ich bei uns auch erschienen ist. Ich kenne auch Gonin 2, beziehungsweise gibt es Ken Ishiguro in dem Film zu sehen, der zum Beispiel auch in Isola, das 13. Gesicht aus dem Jahr 2000 aufgetreten ist. Oder auch Lorelei I-507, die deutsche Wunderwaffe im Pazifik. Wir sehen Mitsuru Fukikoshi, der neben diesem Film zum Beispiel auch eine ganz kurze Nebenrolle in Dingen wie Love Exposure oder Godzilla against Mechagodzilla hat, der bei seinen ebenfalls über 170 Acting Credits neben Voice Talent in Yakuza 5 beispielsweise auch noch als allererste Rolle in seiner Karriere 1986 in Guinea Pig 4, Devil Woman Doctor, allerdings ohne näher definierte Rolle abgeliefert hat und der 10 Jahre später dann in Gamera Attack of the Legion als Entity Hokkaido Engineer zu sehen war. Wir sehen Satoichi Hashimoto, der beispielsweise auch wahnsinnig spannend ist tatsächlich in seinen über 100 Credits, ist er beispielsweise die Stammstimme von Terry Bogard in The King of Fighters, nämlich tatsächlich von 1991 bis hin zu 2010 zu King of Fighters 13. Er hat außerdem eine ebenfalls nicht näher definierte Rolle 1999 in Score to the Big Fight gespielt. Wir sehen Kenzo Kawarazaki, der zum Beispiel auch an der Seite von Sonny Chiba wieder 1979 als Koji Kano in Timeslip, der Tag der Apokalypse gespielt hat, Masaya Kikawada, ist zum Beispiel in zwei interessanten Nebenrollen tatsächlich neben zahlreichen Auftritten aus Ultraman und Kamen Rider und ähnlichen genialen Sachen, die wir hierzulande aber leider nie zu Gesicht bekommen haben, zum Beispiel zu sehen in Tomy Rebirth 2001 beziehungsweise auch als Shintaro Makimura in Battle Royale 2. Wir sehen einen unglaublich aktiven und umtriebigen Schauspieler namens Ken Mitsuishi, der nämlich in 344 Produktionen aktuell zu sehen war. Er war zum Beispiel in Der schmale Grat in Audition von Takashi Miike, in 13 Assassins dabei. Er war der Gouverneur von Tokio in Shin Godzilla im Jahr 2016 und hat eben auch abgesehen davon noch in zahlreichen, wie gesagt, hierzulande weitestgehend nicht gelandeten Produktionen mitgewirkt. Außerdem ist Kairi Narita interessant, der zwar mit 7 Rollen eine relativ kurze Vita aufweist, aber dann 2005 noch einmal als junge Yakuza in Into the Sun neben Steven Seagal zu sehen war, beziehungsweise 2014 dann das Mastermind war in dem Asami Vehicle Gunwoman, eine Rolle, die einem definitiv in Erinnerung geblieben ist. Hinter der Kamera ist ganz besonders interessant eben Kameramann Hideo Yamamoto, der hier auf meinem Kanal schon öfter zu Gast war, weil er so vor allem eben um die 2000er, sagen wir mal für so 10 Jahre, einen Knaller nach dem anderen gefilmt hat. Zum Beispiel Krieg der Dämonen, The Great Yokai War im Jahr 2005 unter der Regie von Takashi Miike. War ja übrigens lange Zeit Haus- und Hofkameramann von Takashi Miike. Wir werden noch ein paar Titel wiedererkennen. Aber er hat zum Beispiel das Remake von Der Fluch The Grudge gefilmt und andere Dinge wie The Call von Miike. Er hat Muscle Heat gefilmt, Ishii the Killer, Visitor Q, Tomy Replay, Dead or Alive, Audition, Ring 2, Hanabi, Feuerblume und noch eben über 80 andere Produktionen. Also da muss man echt sagen, dafür, dass YT ein Film ist, der weitestgehend unter dem Radar gelaufen ist, ist Cast and Crew meiner Meinung nach in Japan auch überraschend
umtriebig und bekannt. Und dabei muss man sagen, dass White Heat wahrscheinlich ein Film war, der hierzulande auch noch ein besseres Standing gehabt hätte, wäre er nicht über Labels wie MIB, Direct to DVD, erschienen. So hat der Film nämlich weder eine besonders gute Bildqualität noch eine besonders gute Synchro bekommen. Und ich finde, dass der Film mit seinen Intentionen und Charakteren tatsächlich mit einer besseren technischen Präsentation womöglich auch noch einen größeren Bekanntheitsgrad erreichen sollte. Aber während wir über den Film White Heat sprechen, sollten wir vielleicht einmal ganz kurz über den kleinen rosanen Elefanten im Raum sprechen. White Heat ist, obwohl das quasi auf einem Roman basiert, nicht unbedingt ein wahnsinnig originelles Konzept. Wir haben nämlich Terroristen, die einen Staudamm besetzen. An der Stelle können wir mehr oder weniger gleichzeitig die James Bond GoldenEye bzw. Stirb langsam Reference abhaken. Außerdem handelt es sich um einen Film, der quasi überwiegend in der Kälte und im Schnee spielt, mit einem Charakter, der mehr oder weniger es im Alleingang mit den Terroristen aufnimmt. Und dabei haben wir dann in erster Linie Stirb langsam 2 noch mit abgehakt und außerdem Cliffhanger, genau. Und das ist mehr oder weniger ein interessant zusammengebasteltes Konzept, wo tatsächlich White Heat mehr oder weniger das Beste vom Besten vom Hollywood-Kino hernimmt und daraus seine eigene Idee bastelt. Und dabei finde ich ganz besonders spannend, dass wir natürlich auch aus amerikanischen Gefilden gefühlte 600 zig Trilliarden Stirb langsam Rip-Offs bekommen haben. Das White Heat als japanische Version davon allerdings trotzdem versucht, so eigenständig wie möglich zu sein. Wir haben eben keinen Überhelden à la John McClane, der dann natürlich in den weiteren Handlungsverläufen immer mehr übermächtig wird, auch keinen Sylvester Stallone-Charakter in dem Film, sondern wir haben es eigentlich mit dem Otto-Normalverbraucher zu tun, der mehr oder weniger in diese Situation, in der er ist, hineinschlittert und wo man an vielen Orten des Films ganz deutlich merkt, dass es den Machern wirklich wichtig war, das Ganze auf der einen Seite so charakterbezogen und auf der anderen Seite so realistisch wie möglich zu halten. Ja, natürlich ist es realistischer Unfug, dass der Typ im Eiswasser und generell im Schnee mit der Kleidung für die Zeit überleben kann. Da braucht man natürlich beim Anschauen auch eine gewisse Suspension of Disbelief, aber es ist eben ein Film, der sich weniger als Hau drauf Actionreißer präsentieren möchte, sondern eben als Film, wo es auch dem Hauptcharakter wirklich schwerfällt, jemand anderen zu überwältigen oder gar zu töten, der eben auch mit diesen Handlungen ein bisschen im inneren Konflikt steht. Was finde ich diesen Charakter und dann eben auch damit einhergehend die schauspielerische Leistung von Yuji Oda ganz besonders interessant macht, insbesondere, weil wir bei diesem Film eben nicht nur den Ort des Geschehens am Staudamm verfolgen, sondern wir haben eben auch die ganze politische Seite, die natürlich ein bisschen länger als oft in den amerikanischen Genre-Produktionen darüber nachdenkt, wie sie mit den Forderungen der Terroristen umgehen wollen. Wir haben da ein paar Telefongespräche, wir haben ein bisschen mehr Ermittlungsarbeit und quasi von deren Seite den Versuch, die Situation irgendwie zu bereinigen, was meiner Meinung nach auch durchaus ein bisschen eine Spannung mit hineinbringt. Ich glaube, dass das größte Problem des Films allerdings die Tatsache ist, dass er trotzdem über 2 Stunden dauert und der Film tatsächlich nicht über 2 Stunden dauern sollte. Da hätte man auf jeden Fall ein paar Elemente straffen können, um da sich ein bisschen mehr auf die eigentliche Handlung zu fokussieren, wobei White Heat auf der einen Seite seine Längen hat, auf der anderen Seite dann aber trotzdem auch seine interessanten Charaktere, seine interessanten Setpieces, einige durchaus schön gefilmte Sequenzen und natürlich, und das ist, finde ich, ganz besonders putzig bei eben diesem Film, der sich ja Versatzstücke bei mehreren amerikanischen Großproduktionen borgt, auch einige offensichtliche References und Interpretationen. So haben wir dann beispielsweise gegen Finale von dem Film eine längere Kampfszene bei einem Hubschrauber. Man darf bei einzelnen Szenenelementen sich überlegen, ob man da jetzt dann doch eher in Richtung Cliffhanger oder doch noch wieder in Richtung Stirb langsam 2 denken soll. Wobei die eine Sequenz dann eher noch Stirb langsam 5 ist und je weniger man an das denkt, desto besser. Haben wir auf jeden Fall einige interessante Sachen. Man muss allerdings sagen, dass White Heat auch ein Film ist, der ganz bewusst versucht, so wenig gewalttätig per se wie möglich ist. Es gibt wenig blutige Shootouts. Es wird nämlich vor allem eben ganz besonders beim Finale ist mir das deutlich aufgefallen, bevor der Film irgendeine explizite Gewalt zeigen würde, blendet er lieber relativ schnell und ungeschickt weg.
Fast so, als wäre an der Stelle irgendwie nachträglich noch einmal die Schere angesetzt worden. Aber das ist, finde ich, auch etwas, das zum Wesen und zum Charakter des Films auch gar nicht mal so gepasst hat. Was bei dem Film, finde ich, absolut genial funktioniert, ist vor allem auch die Dynamik und die Wirkung innerhalb von dieser Terroristengruppe. Vor allem der übermäßig böse Terrorführer, eben im krassen Gegensatz zu den Good Guys im Film, auch eben nur vom Telefon quasi zugeschaltet. Das ist eine interessante Geschichte und eine interessante Aufbereitung von diesem Stoff, die zwar gerne etwas kürzer hätte sein können, aber auf der einen Seite sich natürlich genügend Elemente aus Hollywood borgt, um für uns quasi eine Produktion zu sein, die man sich gerne auch ein bisschen zur Belustigung anschaut, die allerdings genügend eigene eigene Ideen und vor allem einen guten Spin auf alle die geborgte Ideen einbringt, dass der Film nicht einfach nur als dreiste Kopie oder Plagiat durchgeht. White Heat ist zwar aufgrund seiner Länge sicherlich nicht ein Action-Vehikel und eine Action-Granate für jedermann, ist allerdings, finde ich, ein sehr schöner Spagat zwischen der klassischen Hollywood-Action beziehungsweise eben der etwas charakterbezogeneren typischen japanischen Inszenierung mit dem ein oder anderen vielleicht bekannten Gesicht vor der Kamera, aber wahrscheinlich eher für die Leute, die auch Filme aus Japan schauen, die bei uns nicht gelandet sind. Und auf jeden Fall eine Empfehlung wert, wenn auch mit kleinem Sternchen und kleinen Einschränkungen. An der Stelle möchte ich mich auf jeden Fall bei der Person bedanken, die dafür verantwortlich war, dass ich mich ins eisige Schnee treiben und in den Staudamm begeben musste, nämlich der liebe André L., der sich im Jänner als Wunsch-Quickie-Review von mir diese Besprechung von dem Film White Heat gewünscht hat. Heiß war mir beim Anschauen definitiv nicht, wobei es sich ja bei dem Film auch bekanntermaßen eher um eine coole Produktion. Oh Gott, den Satz kann ich nicht mehr fertig sein, sorry. Ist definitiv nicht das neue Action-Highlight, aber ein Film, wo ich sehr froh darüber bin, dass ich den jetzt gesehen haben musste und wo ich auch eben mit dem kleinen Vorbehalt der etwas zu langen Laufzeit und der damit verbundenen Längen die Empfehlung vom lieben André gerne auch an euch weitergebe.